Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blood and Brain Digital und der World of Warcraft Iron Man Challenge. Wir sind hier momentan in Senjin, haben halt wie ja in der letzten Folge gesagt eine Runde im Dorfteich gebadet hier und haben uns angaffen lassen von den Zweien. Hier, er da oben, da, er schämt sich, er guckt direkt einfach mal in eine andere Richtung. So, und ja, sag schön Hallo. Hallo. Dann wollen wir jetzt mal weiter, ne? Wo wollen wir denn hin? Was ist hier überhaupt los? Quests. Ach ja, oh Gott, aus dem Weg. Wir wollen Leute töten. Allianzlaum, genau zu sein. Die bashen wir jetzt erstmal richtig weg. Da. Da, da, du, du, du. Oh, aufpassen. Rote Gegner, die sind aggro. Hm. Naja. Gucken wir mal, was sie so können. Zack. Die jetzt so viel härter sind. Ich meine, die sind zu zweit halt, ne? Das ist schon ein Vorteil, den man jetzt nicht so unterschätzen sollte. Zack. Müssen wir die ja nicht töten oder sowas? Ein Kriechersekret, ne? Ist das von denen hier? Ne, ist es nicht. Okay, gut. Von denen da. Und da ist ein Allianzschiff. Na ja, gut. Boxen wir die hier erstmal weg. Ob wir das mal wagen sollten, zwei zu pullen oder so, obwohl. Ich weiß ja nicht. Könnte funktionieren, muss aber nicht. Wir machen erstmal so weiter. Ich habe übrigens einen neuen Stab gekauft, ne? Stimmt ja. Direkt mal zuschlagen. Wie ist denn das so? Hier. Oh. Hör auf. Hallo. Nein? Schon tot. Okay, drei Kriecher umgebracht, einen Sekret gefunden. Das ist halt immer noch so ein Mysterium hier. Was genau wie Wegekreuzer oder sowas, ne? Hier Zebras töten und Hufen holen, aber nicht jedes Zebra hat einen Huf. Das hätte man vielleicht irgendwie anders lösen können. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber weniger strange. Ja. Yeah. Stufe 6. Oh. Ja, ich glaube, jetzt geht das los mit dem Mittelleveln, ne? Haben wir was Neues gelernt oder so? Nee, ne? Ja, kein Ziel. Oh, jetzt geht das hier rucki-zucki. Okay, genug Kriecher ja getötet. Ja, ich habe ganz vergessen hier. Guck dir das an, da das sind, was sind das? Drei Menschen? Nee. Zwerge. Ja, aber hier. Er schleppt eine Kiste allein. Naja. Nehmen wir sie mal weg. Hallo. Ignoriert mich, ja. Was habt ihr jetzt davon? Man ignoriert eine Dame nicht. Ist der da nicht immer noch hinter? Nee, ne? Ja. Okay. So haben wir Schönes hier. Was? Was gibt's denn hier so? Gibt's hier eigentlich noch so ein Zunge? Nee. Wie war denn dieses Emote? Weiß ich gar nicht mehr. Na, ist doch egal. Ja, ich wollte unhöflich zur Allianz sein. Man muss sich aber so sehen. Die sind halt auch nicht gerade nett. Ne, so bezogen auf die ganze Sache mit Captain Raujo und so. Was sie da ausgelöscht haben. Na, mal gucken. Wie sich das in Battle for Azeroth jetzt entwickelt alles. Dort. Schmeißen sie diese Riesenkiste aber mal so hoch, als ob da nichts drin wäre. Mysteriös. Aber gut. Na, hier
Zurück. In die Ecke damit. Da, 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 da. Mir ist so, als ob die eine Zeit lang gelb waren, die Skorpide hier. Oder täusche ich mich da? Kann das sein, dass das nur hier, wo die Orks gestartet sind? Wo waren das? Wo ist denn das? Hier? Nee. Da sind die auch Skorpide. Oder waren die... Wie geht's denn so, Mann? Er ist wahrscheinlich schlechter als der, den ich gekauft habe, ne? Ja, okay. Auf da. Glück gehabt. Na, heute macht er ja keine Dance-Einlage. Na gut. Okay. Sie ist immer noch ganz fasziniert von dem, was er hier so macht. So, wunderschöner Blick, wo guckt sie denn eigentlich hin? Oh, auf den Topf. Wie kann ich dir sagen? Na gut. Jetzt müssen wir Skorpide töten. Ah. Oh, fast eine Quest übersehen. Ach, da oben. Ach, der so beschämt wegguckt. Hallo. Haltet euch vom Ufo fern. Das können wir hin. Jetzt müssen wir die Skorpide wegnetzen. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt gleich ein Level up habe, ob die denn Stufe 7 sind hier? Ich meine, wir werden es ja wahrscheinlich bald feststellen. Toxin. Ach so, ach scheiße. Oh. Richtig, die droppen das ja nicht. Nicht mehr. Okay. Ich bin halt schon zu krass. Aber ist ja nur so schön, das bringt ja alles XP. Ja. Danke für den Hinweis. Ja, stimmt, das ist jetzt das Problem, ne? Du kannst sie halt nicht sofort wegtöten. Weil du dann diesen gewissen Effekt nicht bekommst, den du brauchst für dein Blut. Na gut. Für das Blut, für das Gift. Okay. Nicht töten, nicht töten. Totem, totem. Okay, töten. Gut. Haben wir irgendwie... Ich weiß gar nicht, ist der so heftig? Ja, wir hauen die einfach mal so. Das hat das gemacht? Ja, okay. War immer nur ein Pro, ne? Ja, scheiße. Da. Oh, 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 nicht töten. Oh, Mann. Zwei noch. Da ist noch einer. Ja, also das in der Höhle da, das war schon ein bisschen haarig, muss ich sagen. Aber, na gut, und oben bei der Meerhexe da, das hätte natürlich auch ins Auge gehen können. Aber jetzt so ist das ganz gut machbar.
gucken, was jetzt gleich da in, im Allianzgebiet passiert. Weil es ist ja quasi Allianzgebiet. Quests gehen wir gleich zusammen ab. Es hat auch so eine Sache jetzt hier, ne? Bei diesem Ironman-Contest. Wenn die Gegner schwerer werden, wenn du levelst, dann ist es vielleicht auch gar nicht so sinnig, eine Quest anzunehmen, fertig zu machen, abzugeben und dann die nächste Quest zu machen, sondern halt möglichst viele zu sammeln, auf einem Level dann so fertig zu machen und dann abzugeben, um die ganze XP halt zu kriegen. Das ist vielleicht sicher. Ist halt nur so eine Vermutung jetzt, wie gesagt. Keine Ahnung. Wir werden das feststellen. Ja, die... Oh, das ist ja... ja, die töten wir jetzt alle noch weg hier. Und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Aber ich denke, das passt zeitlich ganz gut. Zack. Der sollte. Ist ja nicht sonderlich gut für die. Wenn du so guckst, so 6 Kupfer und so, das, Dafür, dass die hier in den Krieg geschickt werden, etc., etc. 9 Kupfer. Großverdiener. Und dann zeigen die hier so einen Einsatz, ne? Wofür? Er hätte sogar 12 dabei. Okay, war doch das bei den ganzen... Was? Oh! Hier war doch das, wo ich die Pläne kaputt machen sollte. Machen wir. Feuer ist auch so ein Mysterium in Warcraft. Das, ne, zündet Charaktere an. Verbrennt, Pets, etc., bla bla. Aber, ein Zelt oder sowas, auch das ist egal. Ja. Kann Ragnaros persönlich drin spawnen und Zelte. Feuerimmun. So. Okay, fassen wir zusammen. Das sind Angriffspläne. Na? Wahrscheinlich auf. Steht da ja, das Teil der Prüfung. die liegen hier so auf dem Boden. Kann man mal sehen, was das hier für ein verlotteter Haufen ist. Und was hier so? Ich habe mir das nie so angeguckt. So. Ein Bett. was nicht so bequem aussieht. Eine Werkzeugkiste, schätze ich, oder so. Ja. Wow, der Helm. Sieht aus wie ein Helm halt. Oh, hier sind andere Pläne. Was gibt's denn? Was ist denn hier angesagt? So, Kann ich hier sitzen? Geht das? Geht nicht. Kann ich alle sitzen? Geht auch nicht. Ja. Einen Plan kaputt machen hier. Zack. Angezündet. So. Aha. Weiter geht's. Nächster Plan. 2 Stück noch. Den nehmen wir mit. Zack. Zack. Mama braucht neue Kleidung. Dahin. Oh, Bogenschütze, ne? Na, komm. Unser Agro-Wichtel, der ist ja eh schon wieder voll dabei. Jo. Einfach weiterarbeiten, Jungs. Hier gibt's nichts zu sehen. Übereifrig hier. Die sind übereifrig und werden mit dem Tod belohnt. Ja. So. Alter. So. Der wollte erstmal sein Nickerchen zu Ende machen, ne? Hier los. Okay. Hm.
ist ja die Kleider, die Rüstkammer. Ganz schön langen Text. Bogenschütze. Achso. Ah, schon gut. Einen noch. Und dann werden wir vielleicht sogar Level 7. Jetzt wird die das irgendwie kommen. Dass die springen und gleichzeitig um sich schlagen. Ob man das so bei der Allianzarmee lernt? So. Hier, der bestimmt auch. Direkt hier. Es gibt auch ein gutes Bild, glaube ich. Ja, wenn er geflogen kommt hier. Ja, das ist ein Bogenschütze. Haha, natürlich. Oh Mann. Sehr. Eigentlich sind nur Bogenschützen hier gerade, ne? Der ist im Fußball da drin. Oh, diese Typen mit der Kiste, ey. Jungs, aus dem Weg. Ne? Jetzt stehen die hier im Weg, ey. Wo wollen die ja nicht hin? Okay. Sieht bestimmt gut aus. Och man, ich will doch nur so ein Screenshot von so einem Flying Dropkick Allianzler hier. Mal gucken. Der da. Achtung, 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 Achtung. Aha. Nee. Jetzt haben die keine Lust mehr, ne? Na gut. Sind wir von den Sprungtruppen schon vorbei? Kriegt er halt einen Stock. Und wir ein Level up. Oh. Letzter Plan. Der hat er mit ins Bett genommen. Oh, oh. Hallo, hallo, Freunde der Allianz. Ich sage, blau ist wow. Ich brauche unbedingt mehr Makros. Haben wir das hier geregelt. Alle umgebracht, Pläne vernichtet und die schleppen immer noch ihre Kisten dahin. Hier gibt es nichts zu sehen, Jungs. Ihr könnt, geht nach Hause. Feierabend. Los. Nein? Na gut. So. Jetzt moven wir uns mal zurück nach Sanjin. Oh, oh. Werden wir noch in einen Konflikt geraten? Nein. Wir haben ihn ausmanövriert. Aber hier wird bestimmt auch irgendwie so ein Prollo im Weg stehen, ne? Eine, zwei. Jetzt springt er, ne? Die ganze Zeit springen sie nicht. Aber jetzt, oh, jetzt wo er nach Hause will. Arschlöcher, alle. Der auch? Ne, der nicht. Egal. Wie die ihm aber auch nicht helfen, ne? So, oh, ey Hans, ja? Ich glaube, unser Kommandant da, der hat Probleme. Ach, komm, geh einfach weiter. Ich schulde mir noch 5 Kupfer oder so hier. Ne? Dann lass mal verrecken den. Verdammter Typ, ey. Gut. Yeah. Da oben los. Dann noch von unten? Kampfhaustiere? Was sind da noch von unten? Hab ich hier gar nicht, ne? Das ist ja schräg. Achso, ja, ja. Kampfhaustiere sind ja auch verboten. Oh. Also. Haustiere an sich sind nicht verboten. Oh, oh. Aber, zu leveln. Per Pet Battle. Ist nicht gestattet.
Soho, wir sind wieder in San Jin City. Und geben jetzt unsere Sachen ab. Hallo, du da. Was ihr wollt. Puh, nice. Gürtel. Er macht sich schon wieder eine Show. Oh, jetzt tanzt sie auch noch für ihn. Da ist man einmal weg, weißt du. Und dann löst sie sich aus ihrer Starre. Und er freut sich voll. Er ist ganz aufgeregt. Schau mal. Ah. Oh. Ja. Sorry. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Ich bin hier nicht erwünscht. Das ist so. Eifersucht, weißt du? Eifersucht. Ich gehe schon wieder. Tschüss. Wer ihr sein denn? Nice. Alles klar. Okay. So. Dann. Ah. Ja. Räuber. Sieht man viel zu selten in World of Warcraft. Was ist das für ein Geruch? Oh, böser Hund. Super Einheit in Warcraft 3. Aber hier so sieht man die eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber na gut. Vielleicht haben die irgendwann noch mal ihren guten Auftritt. nach über 12 Jahren WoW. Wahrscheinlich eher nicht, aber naja. Weißt du, shoppen gehen hier. Shoppen! Aber nicht bei dir, sondern bei ihm, weil er gleichzeitig unsere Rüstung repariert. Was halt nice ist. Die aber nicht kaputt ist, weil wir einfach so pro sind. Wie geht's denn so, Mann? Komm mal trotzdem hier. Augen. Weg. Weg. Behalten wir. Weg. Ja, komm, es kann alles weg. Scheiß drauf. Der Star Wars Jindin. Wie sieht denn der eigentlich aus? Sieht genauso aus. Toll. Tschüss. Das können wir so ein Main schicken oder sowas und können wir gleich mal anziehen. Ne? Zack. Uhu. Okay. Dann haben wir das erledigt, das erledigt. Als nächstes werden wir dann erstmal Wellen weiterreiten. Dahin, genau. Und Donner von unten. Keine Ahnung. Gut. Jetzt wieder baden gehen, ist halt auch so eine Sache. Da war ich ja erst. Ist auch nicht so lange her. Genießen wir so ein bisschen die Aussicht von hier oben. Oh, hier ist auch schon wieder Action hier. Meine Güte. Egal, lasst euch nicht stören. Ich schau mal, was hier so geht. Hier. Da kann man die beiden da unten beobachten. Hier. Ah, der versucht einen Annäherungsversuch. Kaum bin ich weg, denkt er sich. Jetzt reiße ich sie um. Nun gut. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Dann bis später.